Was ist das? Ich glaube, dass generell da herum die Leute ganz anders sind. Die sind einfach zufriedener. Ja. Die, was da raufkommen, das kannst du nicht vergleichen mit unten. Das ist schön. Ja. Also das ist, ja, die sind zufrieden, die sind ja alle bergverbunden oder naturverbunden, die Leute, die da raufkommen. Und ja, ich meine, schau dir mal um, was gibt es eigentlich Schönes da? Ja, das stimmt. Ja. Man hat das Gefühl, die lassen echt den Alltag unten ja. und kommen drauf mit zum Durchschnaufen. Es gibt auch keine Nörgelei wegen irgendwas. Nein. Oder das ist, ja. Ja. Ein schönes Abend. Mhm. Vorgestern war ich schon beinahe gestorben. Bert, wie schaut's aus? Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Du hast eine neue Geschirrspülmaschine gestellt bei den Burschen. Ja, genau. Jetzt bringen wir eine neue Geschirrspülmaschine, die andere hat einen Geist aufgegeben. Ja. Und schauen wir mal, wie wir dann aufkommen. Ja, das ist eine Gastronomiemaschine, ganz normal, ja. Eine Hauptmaschine. Was für den Betrieb da oben eigentlich ganz optimal ist. Ja, ja. Und jetzt geht's die engen Wege laufen. Jetzt. Gehen wir so. Kennst das du? Ja. Ja. Bist also, du weißt doch, was die alles ist. Ja, das sind so die Sachen, da wo man eigentlich, sagen wir so, wir haben alle so in die Fahrzeuge für so in die Sachen. Ja. Und das macht jetzt Spaß und da hängen wir uns voll ein. Ich fahre vor, der Harry fährt hinten nach und dann schauen wir mal. Vorgestern war ich schon beinahe gestorben. Weil der Anhänger mich runtergezogen hat. Aber, ehrlich? Ja, ja. Nein, wir haben Kühlschränke aufgefahren von der Faltenhütte, die was übrig waren. Und ja, das war halt ein bisschen zu schwer. Es war ein herrliches Wetter, also schöner Tag zum Sterben. Super. Das hat man raus. Ja, aber der Michi war ja dabei und der hat mich dann eingewiesen und dann ist das schon gegangen. Ja. Also die Straße ist immer wieder Herausforderung, oder? Ja, ist immer wieder Highlight, ja. Schauen wir uns so, oder? Schauen wir uns so. Passt. Passt. So, da sieht man jetzt auch, dass die Kurven recht eng sind bei uns. Und es kommt halt ständig irgendwelches Geröll auf den Weg. Und jetzt ist es gerade harmlos, aber ab und zu liegt es halt direkt auf der Straße und das muss man dann wegpacken. Und das kommt eigentlich sehr oft, meistens bei den Regengüsse. Ja. Lockert sich das oder nach dem Winter, wenn der Frost ist, die Steine alle ein bisschen lockert, die haben sie mit dem Schnee oder mit dem Eis verbunden. Und dann haben wir halt die Steine und wir steigen eigentlich ständig aus und tun die Felsbrocken, die sind auch mittlerweile so groß, die auf dem Weg landen. Und die ziehen wir dann mit dem Auto weg, dass wir dann wieder durchkommen. Die Lamsjahrhütte ist durch die spitzen Steine und durch den Geröll ist das schon ein Highlight und es ist halt ständig irgendwas auf dem Weg. Vor zwei Tagen sind wir auch hochgefahren mit dem Hänger. Wir haben so einen Tandemhänger, der relativ schwer ist. Und an dieser Stelle bleiben wir grundsätzlich immer hängen. Da muss ich auch immer einen Einweiser mitnehmen, weil es wirklich dann auf Zentimeter geht, weil wenn man schaut, da hinten geht es ja doch ein bisschen bergab. Gell? Wir fahren auch nicht angeschnallt hoch, sondern sind abgeschnallt, dass wenn was ist, ich selber bin schon mal aus dem Auto ausgestiegen und das Auto hat uns dann auf tragische Weise verlassen. Und ja, kommt vor, soll aber nicht, das ist halt ein bisschen ein Risiko schon dabei. Dass die Leute das auch vielleicht verstehen, warum es Getränk teurer ist oder sonst was, weil eine normale Wirtschaft unten im Tal hat das halt einfach nicht. Also die haben jetzt nicht den Reifenverschleiß. Die Fahrzeuge, es ist eine Materialschlacht, kann man eigentlich sagen, von den Fahrzeugen. Wir haben sehr gute Fahrzeuge, aber ist halt auch sehr kostenintensiv und das muss man halt alles in den Preis mit einkalkulieren. Das ist jetzt nicht so, dass wir uns hier sagen, ja okay, wir bereichern uns jetzt da direkt an, sondern es ist einfach sehr viel Verschleiß auch dabei. Wie geht's der Geschirrspülmaschine? Ja, die lebt noch. Schauen wir mal. Thank you.
Auto, weil es ist wirklich scheinlos. Ja, genau. Die hebt mich noch, da reizt die Maschine. Umso besser, dass ich jetzt ein Mertl erkläre von der Maschine, umso mehr Spaß hat er mit der Maschine. Und wenn irgendetwas ist, dann machen wir das über das Telefon. Ja. Weil bis wir da sind, auch wenn ich schnell bin, ich brauche mindestens 2-2,5 Stunden, wenn ich sofort wegfahre. Das ist einfach ein Riesenaufwand und oft ist ja nur eine Kleinigkeit. Und er, wenn er schon vor Ort ist, dann kann er der selber auch was machen. Und im Prinzip haben wir das auch bei den Skihütten, haben wir das so aufgebaut, dass halt meistens eine Person da ist, die da, wo nachher viel über das Telefon geht. Weil wann fällt was aus, genau da, wo du es brauchst. Und bis wir da sind, ist schon wieder alles vorbei. Jeder hat einen riesen Ärger. Und so kann man, geht das eigentlich relativ ganz gut. Ja. Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden. Schaut gut aus. Hat Regen mehr um. Hat alles schön funktioniert. So, Bertl, Part 1 erledigt. Geschirrspüler ist drin, bist erleichtert. Ja, jetzt sind wir. Jetzt Geschirrspüler drin, funktioniert. Jetzt kann es losgehen. Ja. Würde ich sagen, jetzt fangen wir mal mit dem Strom an. Wo kommt der Strom eigentlich her? Wie funktioniert das hier? Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Abwasser, was wir hier mit dem Abwasser betreiben. Und dann schauen wir uns das jetzt an. Ja, jetzt sind wir im Nebengebäude, im Technikgebäude, ja, wo unsere BHKWs und unsere Batterien sind für die Stromversorgung der Lamsenjochhütte. Also wir befinden uns jetzt hier im Technikraum. Ja. Wir haben 1, 2, 3 Blockheizkraftwerke, die mit Gas betrieben werden. Jedes einzelne BHKW hat eine Leistung von 4,5 kW. Also sind wir bei fast 15 kW, die hier eingespeist werden in die Batterien, was ich euch gleich zeige. Wir wandeln den Strom um mit Wechselrichter. Manche kennen es von der Photovoltaikanlage. Dass dann unser Haus auf Hochspannung laufen kann. Genau, wir haben das Haus ist eingeteilt in zwei verschiedene, linke Seite, rechte Seite, auch linke Seite, rechte Seite mit den Wechselrichter. Es kommt halt vor, mein Gott, das sind Maschinen, die fallen ab und zu aus. Man muss Zündkerzen wechseln, die warten. An sich sind die eigentlich relativ stabil. Mit der Abwärme, wenn wir hier drauf haben, die sind warm. Die Abwärme dient dafür, dass unsere Pufferspeicher im Keller für die Warmwasseraufbereitung gebraucht werden. Und da geht halt eine Fernwärmeleitung rüber in die Hütte, unten in den Keller, in den Heizungsraum, sage ich jetzt mal dazu. Also sind da bloß Pufferspeicher drin, weil die Heizung an sich ist ja eigentlich das BHKW und wird da gespeichert. Ja, das sollte man ständig im Auge behalten. Ja. Also das ist jetzt halt überlebenswichtig für uns, weil ohne Strom geht halt gar nichts. Weil das nächste ist ja so, wenn wir jetzt angenommen zum Beispiel, wir haben keinen Strom, dann machen auch jetzt, Gas wäre ja da, aber durch die ganzen Magnetschutzventile, was wir haben für die Küche und sowas, macht er auch keins auf. Also Strom ist einfach wichtig. Oder wir haben ja auch mit der UV-Wasseranlage, die Wasseraufbereitungsanlage, die geht ja auch mit Strom. Und sobald die eine Fehlermeldung hat und keinen Strom hat, machen die Magnetschutzventile zu und wir haben nicht einmal mehr Wasser. Das heißt, ohne Strom gibt da herin gar nichts? Gar nichts. Nicht einmal kochen? Nichts. Da geht gar nichts mehr. Mal schauen. Also wenn ich schon da bin, kann man gleich schauen. Man sieht jetzt hier direkt, wie die Batterien arbeiten. Genau, hier ist der Batterieraum mit 48 Batterien, wo das BHKW in die Batterien einspeist und von den Batterien geht es in den Wechselrichter und der Wechselrichter macht dann die Hochspannung, also er wechselt ja die Niedrigspannung in die Hochspannung und die geht dann in die Hütte. Ja. Also schnell gesagt. Ja. Und die sind frostsicher, also die kann man, oder? Ja, dadurch, dass wir ständig reinladen, haben wir die eine Erhaltungsspannung oder Erhaltungsladung haben die, halten die das gut aus. Also ein so ein Ding kostet ungefähr, soweit ich weiß, 15.000 Euro. Das ist schon mal eine Ansage. Das auch wieder Kosten sind, die auch wieder irgendwo ja rein erwirtschaftet werden müssen. So, jetzt zeige ich euch noch, wo das Abwasser vom Geschirrspüler und von den Toiletten hingeht.
Jetzt befinden wir uns bei der Abwasseranlage. Das Wasser läuft ungefähr hier von der Hütte rein. Wir haben hier einen Fettabscheider. Das Fett schwimmt ja bekanntlich oben. Das wird abgeschieden von dem ganzen Grauwasser. Das Grauwasser fließt mit den Feststoffen auch von der Toilette in die erste Klärgrube. Hier verbleiben die Feststoffe. Sie sinken auch nach unten. Diese werden abtransportiert von einer Firma, der kommt hoch mit einem speziellen Gefährt. Das ist auch hier, der fasst 2000 Liter. Und die Feststoffe werden dann der Kläranlage zugeführt. Also zusammengefasst für alle nochmal zum Verstehen, kein Wasser, kein Strom und auch keine Kläranlage und auch kein Kanal, sondern es muss alles da heroben irgendwo rangeschafft werden, oder? Alles, was hier hochkommt, wird irgendwie hochtransportiert. Mit jedem Mittel und Weg. Dass das halt auch mal für den Gast ein bisschen verständlich ist, dass das alles nicht so einfach ist, dass es einfach extrem schwierig ist auch. Das muss ja logistisch muss es passen. Es ist ja nicht so, dass jedes Fahrzeug immer so funktioniert, wie es funktionieren sollte, sondern man kann einen Platten haben. Zylinderkopfdichtung bricht, der Getriebeschaden habe ich auch schon mal gehabt, mitten auf dem Weg, aber dann steht man auf einer einspurigen, fast unbefahrbaren Straße, wo ein Auto mit Getriebeschaden steht. Und das sollte man sich auch vielleicht einmal vor Augen halten. Ja. Katrin. Guten Morgen. Du nimmst uns heute mit auf den zum Sonnenaufgang, hast du gesagt, gell? Ja. Wo gehen wir hin? Auf dem Hohkampel. Hohkampel, das ist. Hahnkampel. Der Hüttengipfel, oder? Ja, sozusagen, ja. Ja, ja. Wie weit gehen wir da um? Mei, da gehen wir jetzt gemütlich eine Stunde um und nachher. Ja. Und ab und zu nimmst du die Zeit, dass du in der Früh noch ausruckst vom Frühstück? Ja, wohl, das mache ich schon. Braucht man zum Kopf reinkriegen, oder? Das brauche ich, ja. Ja. Und heute treffen wir drüben die. Mit der Claudia, ja. Haben wir ausgemacht, dass wir uns da treffen. Ja. Sie kommt rüber von der Falkenhütte, oder? Von der Engaufer, glaube ich, kam sie, ja. Genau. Und das ist jetzt ab und zu, dass ihr euch drüben trefft. Sonnenaufgang und da muss ich ja wieder arbeiten gehen. Kurze Besprechung und dann geht's los. So schauen Bergbesprechungen. Ja, genau. Und dann packen wir es, oder? Ja, super. Gehen wir. Morgen. Jetzt guten Morgen. Jetzt haben wir die Claudia eingefangen, Katrin. Ja. Das ist am Sattel jetzt zwischen die zwei Hütten quasi, am Windsattel, oder? Ja. Ich bin jetzt von daheim gekommen und ich bin hier ehrlich gesagt noch nie in der Früh irgendwas gegangen. Ja. Und vertraue jetzt da voll auf Katrin, dass die mir jetzt sagt, was sie da so macht. Ja. Dann macht es Teambesprechung am Berg heute früh. Genau. Sonnenaufgang. Ja, genau. Schön. Thank you.
Jetzt haben wir einen Gipfel, Claudia. Wunderschön hier oben. Haben wir es genau richtig erwischt? Die Katrin hat es genau ausgetimt, gell? Ja, genau. Zum Sonnenaufgang sind wir okay machen. Bist du, also du bist jetzt von der Engaufergang, Claudia, oder? Genau. Und man sieht im Hintergrund die Falkenhütte. Ja, wenn man jetzt da, also wenn dieser Berg nicht im Weg wäre, würde man direkt auf die Falkenhütten umsingen. Ja. Das heißt, ihr trefft euch jetzt auf den Morgentee. Genau. Kennst du mal über die Saison ratschen? Wie ist die Saison generell gewesen? Bis aufs Wetter? Gut. Schon gut. Schon gut, ja. Muss man echt sagen. Ja. Ja, sehr gut sogar. Und wie war der Anfang? Du hast am Anfang viel Bedenken, Respekt gehabt mit der Lams. Ja. Ist das aufgegangen? Dank Katrin, die hat uns da sämtliche Ängste dann genommen, weil das relativ schnell klar war, dass sie das super gut gemacht. Selbstständig und professionell. Ja. Die hat das wirklich hervorragend gemacht. Ja. Das hast du uns auch schon mal gesagt, das ist schon auch euer Konzept. Verantwortung abgegeben, haben wir ja schon mal besprochen. Ihr seid einfach im regen Austausch, oder wie läuft das im Alltag, wenn du das beschreibst? Wir schreiben relativ viel WhatsApp. Ja. Das Einzige, was, das, was funktioniert. Weil was Telefon funktioniert. Genau, ist schwierig. Ja. Und ja, WhatsApp schreiben wir eigentlich jeden Tag. Ja. Ja. Aber das bin auch nicht nur ich allein, das ist auch das ganze Team, was ich habe. Ja. Das muss man auch sagen, Katrin hat praktisch die Lena noch. Ja. Die ist auch die ganze Saison da. Die ist auch sehr, sehr gut. Ich habe ja schon gesagt zu Markus, wenn wir wieder zurückkommen, Markus, dann stelle ich da kurz einmal mein Team vor. Ja, genau. Ja, das war super, genau. Ja. Mit Lena hast du angefangen. Okay, ja, also das ist die Lena. Die Lena ist eine starke Unterstützung für mich da herum. Also die Lena und ich, wir sind das Stammteam, wir sind alle da. Genau. Und wir gehen uns immer auf den Geist. Nein. Die Lena ist ein Traum. Also wir verstehen ihn so gut. Das ist einfach super. Also wir haben meine zweite Mami. Ja, das ist mein Dirne. Da herum ist mein Dirne. Ja. Und ja, das hat einfach passt, gell? Genau. Am ersten Tag weg, wir haben ihn super verstanden und das hat. Genau. Ihr habt den hauptsächlich geschmissen da herum dann, oder? Sicher. Nur zwei und nur zwei Mädels waren da. Ich zeig dann auch drin kurz ein Foto von den zwei, also die Franzi und die Maggie, gell? Und das war einfach, das war so schön, das war nett. Volle. Sehr schön. Vom Anfang bis zum Ende durchgezogen, ja. Sehr schön. Sehr Na, war eine schöne Zeit. Hast du ein Highlight von der Saison? Das Highlight sind eindeutig die Berge da rum. Mhm. Also, da ich auch sehr gerne wandern gehe, ja, habe ich die Freizeit natürlich gut nutzen können. Und ja, jetzt freue ich mich aber schon wieder aufs Tal, auf die Zivilisation wieder einmal. Ja. Genau. Ja. Ja. Und irgendwas negativ in Erinnerung geblieben? Nein. Nein, eigentlich nicht. Nein, ja. Hat alles passt. Die Leute sind allweil fröhlich herum, zufrieden. Ja. Ja. Hat gar passt. Gut. Ja. Wir haben es selber lustig. Ja. Ja. Sieht man gar nicht. Katrin, wie viel Zeit hast du für dich nehmen können in der Sommersaison? 4 Monate warst du jetzt da, oder? Mhm. Nein, verschieden. Man muss sich schon dem mal ein bisschen ein paar Stunden stellen, aber ich bin gerne da früher immer Runde gegangen. Wo ich dann anschalten kann. Oder mal die Nacht. Also ist es auch schön, wenn es dann einmal. Das braucht sich nicht viel, das ist eine halbe Stunde, eine Stunde. Und dann passt das gut. So Kopf freikriegen. Ja, aber ich empfinde das jetzt nicht so als Stress. Gell, also, nein. Ja. Ich bin jetzt nicht saisonmüde oder so, nein. Gar nicht? Nein, gar nicht. Schön, ja. Ja, das ist interessant. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, ihr seid alle müde und du auch nicht, Claudia. Nein, gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Wenn wir also ausgerastet sind von der Corona-Zeit. Ja, ich habe es der Katrin vorher gerade gesagt, mir gibt es so viel Kraft, wenn du in den Berg gehst. Allein schon, wenn ich zu dir raufgehe und dann gehe ich wieder zurück auf die Falkenhütte, ne, wo andere sagen, boah, bist du nicht recht K.O.? Sag ich, nein, das gibt mir die Kraft, das ist meine Power. Mhm. Da passiert, Freitag ist nochmal ein Highlight, hast du gesagt, ein besonderer Tag. Das ist nochmal der Almabtrieb, ja, von der Engaufer kommen sie diesmal. Letzte Woche waren sie schon von der Binsalm da. Und es ist so cool, weil die gehen dann die Krähe da den ganzen Grat also entlang oder halt den Weg. Das finde ich schon lässig. Ich komme direkt bei der Hütte vorbei und gehen dann ins Inntal runter. Ich mache eine Pause bei uns. Aha. Ja. Und dann gehen sie euch. Aber die Kühe nicht, sondern halt die Bauern, die machen Pause bei euch. Oder? Die Krähe auch. Die sitzen dann auch hier und großen. Ja, ja. Das sind auch müde. Ja. Ja.